Seid gegrüßt, Freunde der virtuellen Sonne. So, wir haben hier beim letzten Mal Dinge gemacht. Wir können hier leider unsere Fackeln nicht entzünden. Ne, das klappt nicht. So, es ist hier sehr dunkel und ich sehe hier nichts. Ich brauche Fackeln und ich habe meinen letzten Flammschmetterling eben benutzt. Deswegen würde ich sagen, hole ich mir eine neue Fackel vom Leuchtfeuer. So, wir brauchen unseren, wie heißt er? Unsere Kanone brauchen wir im Moment nicht. Wir holen uns eine neue Wasserdusche, um unsere Feuerverteidigung zu erhöhen. Dann aktivieren wir die Fackel hier. Dann packen wir uns den Riesenbaumsamen hier unten hin. Wo ist das Ding? Da ist das Ding. Okay. Ja, und dann geht's weiter. Zack. Oh no, oh no. So, laufen wir weiter hier in die Richtung. Wir haben fast eine Stunde Fackelzeit übrig. Das ist ziemlich gut. Allerdings brauchen wir nicht mehr so viel, davon bin ich fest überzeugt. So, wir haben hier alles tot geknüppelt, nehme ich an. Wir entzünden die Dinge ja trotzdem nochmal. Da ist ein Item, das wollen wir uns, fossiler Drachenknochen. Und dann laufen wir. So, Freunde, hier unten ist gerade ein Invasor gespawnt und ja, Riesenbaumsamen haben wir. Der wird hier gleich seine helle Freude mit uns kriegen. Und wir werden hier viele lustige Dinge machen jetzt. Der Riesenbaumsamen sorgt dafür, dass alle Gegner damit beginnen, auf die Invasoren anzugreifen. Und hier ist einer von denen. Und hier sind noch mehr von denen. So, die fangen jetzt an, hier mit der Eulen da zu kämpfen. So, dann öffnen wir noch mehr hier von den Dingern. Oh no! Und dann öffnen wir den ja auch noch. So, sie ist jetzt schon halb tot. Oh no! Wir müssen hier ein bisschen weggehen, weil die sind ein bisschen gefährlich gerade. So, und wir lassen sie einfach mal ihrem Schicksal da ins Auge blicken. So, die will jetzt kämpfen da gegen die Bande von Aasgeiern. Und wir gehen hier mal ein kleines Stückchen weiter. Wir sehen sie noch nicht. Sollten aber aufpassen, nicht, dass sie uns hier in den Rücken fällt. So, sie wurde umgebracht von den Viechern. Sehr schön. Riesenbaumsamen hat es geschafft. Wir kriegen Menschenbild. Prima. Ja, und hier sehen wir einen gruseligen Anblick. Hier sind nämlich überall diese Viecher. Und die werden latent wütend werden, sobald wir damit anfangen. Sobald wir damit anfangen, dieses Ding da aufzusammeln. Die sprengen sich jetzt alle hier nämlich in die Luft. Wir lenken die mal fleißig ab. Dann sprengen sie sich weiter in die Luft. Dann lenken wir sie weiter ab. Dann sprengen sie sich wieder in die Luft. Und dann machen wir das nochmal. Zack. Und dann werden wir das machen. So, Freunde, so spielt man den DLC. Dann nehmen wir uns das hier raus, glühendes Eisenzepter.
Das hier hat den Hochofen angetrieben. Dort oben wird jetzt kein Feuer mehr rausschießen, denn naja, wir haben die Energiequelle und die werden wir auch gleich dann woanders einbringen, damit sie uns zum Vorteil gereicht. So, weiter geht's. Ja, wieder so eine Situation gewesen, 1000 Gegner und so. B-Team hat wieder versagt und offensichtlich, ne. Aber naja, wir wissen ja, wie es wirklich ist. Mit Klugheit kann man sehr lustige Sachen hier anstellen in dem Spiel. Das war schon in Demon's Souls so und das wird auch immer so sein. So, wir schnappen uns dann die Bande davon, Eichelherren. Und dann werden wir die entzünden. Da hinten. So, jetzt hat er seinen Freund da entzündet. Das ist toll gemacht. Dann machen wir weiter. Bye bye. Okay, das hat Spaß gemacht. So, jetzt machen wir weiter. Wir haben hier noch ein paar Dinge zu finden, zu sehen, zu machen. Hier ist nichts weiter. Hier sehen wir. Da ist eine Zauberin, eine Rauchzauberin. Arschhängerhammer. Na, wir müssen ein bisschen aufpassen, denn sie ist nicht ungefährlich. Die alte geile Hoodie, das ist eine Nudde, nur mit einem Haar vorn dran. So, wir kriegen Blitzer-Titanit und eine neue Hexerei. Hier ist nichts, hier waren wir schon. Und hier waren wir noch nicht drin. Glaube ich. So, ich glaube, das war's. Alles klar. Prima. So, wir haben gezeigt, wie man das macht. Dann gehen wir weiter. Und dann geht's runter. So. Ja, das Leveldesign im Heiligtum in Shulva ist ziemlich cool. Aber, ja, diesen wirklich wahnsinnigen Scheiß, diese richtig clevere Sachen kann man eigentlich eher hier machen, in dem Gebiet. Und ja. Shulva ist so ein bisschen offensichtlicherer Ort, an dem man coole Sachen macht. So, die werden übrigens auch schneller, sobald man damit anfängt, sie anzuzünden. Werden die Burschen hier eine ganze Ecke flinker. Und aggressiver auch. Und diese Explosion, die sie einsetzen hier, die verursacht eine Menge Schaden. Also one-shotten wird die mich nicht. Ich habe auch den Flammenring extra angelegt dafür. Aber die machen schon relativ viel Schaden. Da sollte man aufpassen. Hier durchrennen ist auch eine dumme Idee, weil man dann sitzt man hier auf dem Aufzug mit dem Vieh. Was war das denn eben? Ja, sie können ihre Explosion auch abbrechen. Das finde ich ziemlich cool. Ich weiß nur gerade nicht, was er hier machen will. So, das war's. Wir sind hier durch. Das lief eigentlich ganz gut. So, man sieht in unserem Bauchnabel immer noch diesen Riesenbaumsamen-Effekt. Das macht Gegner ein bisschen stinkig auf Invasoren. Und wir sehen sau cool aus mit dem. Mit dieser Fackel hier, ach du Heilige, Gatz ist so ein cooler Typ. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ach, wir haben ja noch sehr viel Zeit. Noch 4 bis 5 Minuten. Gut, ja, hier gibt es erstmal nicht mehr zu machen. Das heißt, wir können den Turm hier verlassen. Der ist jetzt
redundant geworden. Wir haben unsere Lanze, unsere Feuerlanze, und jetzt können wir dort in den Turm hineingehen wieder. Die Fackel brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Und als nächstes müssen wir theoretisch dort auf die Plattform. Und naja, man sieht dort Asche. Und das bedeutet natürlich, dass eine ganz gute Wahrscheinlichkeit besteht, dass dort Ascheritter spawnen. Aber davon sehen wir dann gleich mehr. So, weiter geht's. Der ab. Oh no. So, wir brauchen das Feuerding hier nicht mehr, den Feuerring. Dafür nehmen wir stattdessen. Welchen Ring hatten wir vorher? Wir nehmen uns den Ring hier. Ah! Unsere Kanone! Ja, wir ignorieren die Kanone erstmal. Wir werden sie bald wieder nutzen, aber im Moment noch nicht. Wir lesen uns erstmal durch, was dieser Schlüssel überhaupt macht. Da ist das Ding nämlich. Glühendes Eisenzepter. Ein glühendes, heißes Eisenzepter wird verwendet, um mittels Hitzetransfer in den Nebelturm Apparate zu aktivieren. Zum Beispiel Aufzüge. Als der alte Eisenkönig dem Königreich von Wen diese zerfallene Region entriss, jetzt wissen wir auch, dass das hier mal Wen war, sehr interessante Sache, waren dazu sämtliche Vorräte vonnöten, die der geschwächte Regent noch besaß. Doch die Entdeckung dieses eisenproduzierenden Wunders ermöglichte es ihm, als mächtiger Anführer wieder aufzuerstehen. Ja, dieses Ding produziert unendlich viel Hitze und möglicherweise sogar Eisen, da bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, es wurde gerade erwähnt. Und deswegen hatte er genug Eisen, um eben diese ganzen Eisentrachtsoldaten, diese Schildkrötensoldaten zu erschaffen, Waffen zu erschaffen und ja, dieses ganze Eisenschloss. Im Grunde ist das Eisenschloss zum Großteil ebenfalls aus Eisen gefertigt. Hier sieht man jetzt riesige Statuen, Gaimilev sozusagen, wenn man Escaflowne kennt. Und ja, jetzt funktionieren die Aufzüge. Möglicherweise stammen die alten Ritter, die man dort sieht. Ja, möglicherweise stammen die aus von diesem Ort hier. Die alten Ritter, die man in Heizruinen findet. So, das hier ist ein Aufzug. Und dahinter ist eine geheime Wand. Man sieht das hier so ein bisschen. Wir haben die gerade geöffnet. Gucken uns die dann auch gleich nochmal an. Hier können wir erstmal nicht durch. Uns fehlt noch ein Schlüssel. Aber wir können hier durchgehen. Wir knacken die ganzen Sachen hier und hier finden wir dann ein Item, das sehr, sehr nützlich ist. Und auch ein ziemlich fashionable piece of crab. So, wir schauen uns das mal an. Wir haben das Ding gerade bekommen. So, damit sehen wir nämlich aus wie ein, ja, wie ein Zombie. Wie eine Hülle. Des Weiteren, ich will hier gleich mal wieder runtergehen. Des Weiteren sieht man auch, das Ding hat 1000 Punkte, man sieht es hier, 1000 Punkte Fluchresistenz. Das heißt, man ist immun gegen Flüche. Was gleich sehr praktisch sein wird, wir werden das gleich sehen. Aber dazu dann später mehr. So, wir gehen dann mal hier runter, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und dann gehen wir mal hier hin. Und hier sieht man, hier sind wir rausgekommen. Das ist der Ort, den wir vorhin, ja, diesen Riesen dort getötet haben und im Grunde den ganzen Raum hier leer gefegt haben. So, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin ein heißer Boy und ihr seid hoffentlich jetzt auch heiße Boys. Adios und viel Spaß.